Jurymitglieder und der Vorstand von Krimi Schweiz waren von der Teilnahme ausgeschlossen. Es besteht also keine Gefahr, dass ich versehentlich mich hier selber ziehe. Den dritten Platz beim Schweizer Krimi-Preis hat gewonnen Joachim B. Schmidt mit Karlmann. Lieber Joachim, Karl und ich haben zusammen die Laudatio geschrieben und fanden, dass der Anfang eines wunderbaren Werks noch einmal dran muss. Ich wünschte, Großvater wäre bei mir gewesen. Er wusste immer, was zu tun war. Ich stolperte über die endlose Ebene Mella Casletta, hungrig, erschöpft, blutverschmiert und fragte mich, was Großvater getan hätte. Vielleicht hätte er sich eine Pfeife gestopft und die Blutlache einfach zuschneiden lassen, hätte seelenruhig zugeschaut, einfach um sicherzugehen, dass sie sonst niemand finden würde. Das sind die ersten Zeilen dieses Kriminalromans Karlmann von Joachim. Und die Jury würdigt damit die stimmungsstarke und gleichzeitig feinfühlige Erzählweise, mit der uns dieses Buch berührt. Denn eine besondere Stimmung durchzieht diesen Roman von der ersten Seite an, und dass diese sonderbare Stimmung bis zuletzt anhält und wir das Buch nur mit nostalgischem Bedauern aus den Händen legen, ist hohe Kunst. Es sind mindestens zwei Gründe, die diese sonderbar besondere Stimmung und somit das Tragende dieses Romans ausmachen. Da ist einmal die Aura des hohen Nordens, in den uns Joachim B. Schmidt entführt. Verheißungsvolle Namen, unberechenbar wilde Landschaften und endlos verschneite Ebenen. Bei Joachim B. Schmidt wirken die Beschreibungen vertraut und frisch zugleich. Sie kommen ohne Patina daher. Eisbären oder eben keine Eisbären. Häufig Gammelhai und Fisch. Dort hoch im Nordosten der Insel gibt es einen kleinen Ort namens Rautorhöfen, in der die Zeit etwas langsamer zu zerrinnen scheint. Jetzt finde ich wieder meine Frage. Also, auch einer wie Karlmann findet seinen Platz in dieser etwas speziellen Gesellschaft. Durch dessen Augen erleben und durchleben wir diese Geschichte. Und er ist der zweite Grund, der für diese besondere Stimmung sorgt. Karlmann Ödinson, selbsternannter Sheriff von Rauferhöfen, ein Forrest Gump, wie er schon oft zu Recht verglichen wurde. Karlmann denkt nicht wie alle anderen. Er ist anders. Er ist besonders. Doch wir können ihn erraten und durch ihn hindurchsehen. Oder etwa doch nicht? So sehr wir ihn mögen und mit ihm fühlen, so sehr müssen wir uns fragen, ob wir ihm uneingeschränkt trauen können oder gar um ihn fürchten müssen. Ist ihm seine Naivität glücklicher Schutz oder zuletzt doch tragisches Hindernis? Joachim Schmidt kombiniert raffiniert seine feinfühlige Erzählweise mit den Farben der Ironie und eines latenten Humors, wie wir dies schon in kleinen Filmen hören konnten. Farben. Weiß, schneeweiß, rot, dunkelrot, blutrot. Eine Blutlache im Schnee also. Hilflos wie Karlmann stehen auch wir vor der Blutlache und wundern uns, wohin uns diese bald im Schnee verblasste, aber doch immer präsente Krimispur führen wird. Großvater. Großvater mit einer Pfeife. Häufig. Und eine Hand. Das Meer. Eine Hand im Meer. Eine Hand im Hai im Meer. Joachim Schmidt gelingt ein reizvoll ausbalanciertes Buch, in dem sich die Frage nach der Auflösung des Krimis und diese sonderbare Stimmung nicht konkurrenzieren, sondern sich im Gegenteil harmonisch ineinander verschlingen. Sprachlich bedachtsam unbefangen und mit literarischem Impetus geschrieben,
schenkt uns Joachim Wilschnitt eine wunderbare Geschichte, ein unumgänglich, pittoreskes Werk eben, das uns endlich die Antwort liefert auf die Frage: Gibt es eigentlich Eisbären?